Moin die Herrschaften, willkommen im Enten-Nachrichtenstudio, heute mit der zweiten Corona-Extra-Ausgabe. Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen, die vielen positiven Rückmeldungen. Hat mich sehr, sehr gefreut. War eine ganze Menge dabei. Glückwünsche bzw. Bekundungen, dass es einem gefallen hat. Das waren auch noch ein paar, die ein oder andere Idee war auch noch dabei, was wir noch bringen könnten im Corona-Extra der Enten. Und da fangen wir heute einfach mal mit an. Das erste Corona-Extra hatte ich ja hier aus dem Homeoffice gesendet. Was die Bildqualität anbelangt, war es auch leider Homeoffice-Qualität. Das war einfach mal ein Test und deswegen machen wir es heute mal anders. Mund- und Nasenschutz ist ja ab sofort Pflicht beim Einkaufen im öffentlichen Nahverkehr, ÖPNV. Der Schlüssel dazu ist natürlich, erstens mal eine Maske zu haben. Ganz egal, ob man sie kauft oder selber macht, dann ist natürlich auch das richtige Anlegen wichtig. Es gibt Leute, die das noch nicht so ganz schaffen, aber wir wissen ja, keiner ist überflüssig, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Die Corona-Pandemie hat ja in verschiedenen Ländern ganz unterschiedliche Reaktionen erzeugt. In Deutschland war der Run auf das Klopapier die Nummer 1 in den Nachrichten. In Frankreich wurden Wein und Kondome knapp, in den USA kaufte man Waffen. Wir haben eine wunderschöne Geschichte aus Deutschland, logischerweise dann betreffend Klopapier, die unserem selbsternannten Entencoach auf Lebenszeit passiert ist. Und ich werde es einfach mal ganz kurz berichten. Schlimmer als das von Rita bei eBay bestellte Klopapier für 25 Euro kann es nicht sein. Anlieferung der 28 Klorollen brauchte 2 Wochen. Dann endlich klingelte es an der Tür. Der Postbote drückte mir ein winziges Paket in die Hand. Sehr gespannt, was darin ist, öffnete ich es sofort. Nein, das kann nicht sein. 28 Mini-Rollen eingeschweißt in Plastik, bedruckt mit einem grinsenden Entenkopf. Ich bin fassungslos. Was soll ich mit dem Scheiß machen? Ist eher etwas für den Kaufladen, aber nicht zum Hintern abputzen. Produkt kommt direkt aus China. Wie man an den Schriftzeichen sehen kann. Vielleicht erklärt dies die kleinen Rollen. Ja, und das ging dann noch lustig ein bisschen hin und her. Letztendlich hat das dann wohl geschafft, der Gute wenigstens sein Geld zurückzukriegen. Man kann ja sehen, wohin das führt, dass man sich als deutscher Bürger plötzlich Toilettenpapier aus China schicken lässt, um den halben Erdball herum. Wenn ihr auch die eine oder andere lustige Corona-Geschichte auf Lager habt, dann könnt ihr mir die gerne schicken, sofern wir die hier mal bringen sollen, dann können alle lachen. Der Entencoach hatte per E-Mail darauf hingewiesen und in der letzten Sendung habe ich es auch kurz angesprochen. Daniel, der Achtfache, hat diese Tuchel-Biografie rausgebracht und es gab wohl schon ziemlich gute Resonanz darauf. Er hat mit dem Fahrrad aus Rheinhessen, wo er wohnt, die Bücher bei einigen Enten, die bestellt hatten, schon abgeliefert. Und hat wohl gut funktioniert mit dem Entennetzwerk und er hat sich sehr gefreut. Darf aber durchaus weitergehen. Da hätte er nichts gegen. Nichts gegen weitere Rückmeldungen, Ideen oder lustige Geschichten, wie schon gesagt. Also meldet euch einfach, wenn ihr irgendwas habt oder wenn irgendetwas auf diese Weise an die Enten verbreitet werden soll. Dann haben alle ihren Spaß bzw. haben alle ihre Informationen und dann kommt das so unter die Leute. Es gucken ja auch noch ein paar andere, die jetzt nicht unbedingt zu den Enten gehören. Das soll es vorerst gewesen sein. Es gibt noch ein paar Punkte, die vielleicht in einer der nächsten Sendungen veröffentlicht werden. Da ist aber teilweise noch ein bisschen Recherche nötig. Insofern, jeder, der mir was geschickt hat, ich versuche alles zu bringen, aber wenn es eben nicht geht, dann geht es nicht. Aber dann sage ich das auch. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, sofern ihr das gesehen habt. Wie immer, Daumen hoch gefällt uns, Daumen runter zweimal drücken und dann sehen wir uns irgendwann die Tage wieder aus dem Enten-Corona-Studio. Ich wünsche euch weiterhin gute Gesundheit, bleibt fröhlich und ihr wisst, you'll never watch alone.